Tommy, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm nae joking, Glenn. It's heavy stuff, man. Heavy, gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his ladies' underwear, eh? Or that Percy likes you. Shut up, you that, fool. Just because Jez bomb sheep. It's a love rocket thing, can. Oi, shut up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. The guy wants Lovefist dead. Dead, Tommy. Lovefist gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you've got to save Lovefist. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's going to try some monkey business there. In dieser Mission muss man den Psychokiller von Lovefist kaputt machen. Man muss mit der Lima zur Autogrammstunde düsen, um den Typ aus der Reserve zu locken. Ein verrückter Groupie, oder wie man ihn nennen mag, der darauf wartet, Lovefist, ich weiß nicht, was manche Leute für Probleme haben, aber hey, ist nun mal so. Da ist man schon gleich die Straße runter. Und damit hat sich der kranke Kerl schon zu erkennen gegeben und dann nimmt man die Verfolgung auf. Erledige den Irren, lass ihn nicht entkommen. Und das ist dann die restliche Aufgabe der Mission. Den Kerl irgendwie aufhalten, also tatsächlich umbringen. Ich habe leider nur ungefähr 30 Kugeln in meiner Mac, sonst könnte man ein schönes Drive-By veranstalten, was ich dann glaube ich auch versuche. Mehr Munition wäre auf jeden Fall sinnvoll, dann ist es kein Problem. Er fährt relativ schnell, aber nicht unendlich schnell. Und wenn man ein paar Mal oder oft genug auf seinen Wagen geballert hat, dann steigt er aus und ballert auch noch auf einen. Also mit dem ist echt nicht zu spaßen. Aber ich überfahre ihn dann einfach gekonnt. Und dann war's das mit ihm.